Heute packen wir zusammen meine allererste Bestellung bei Pretz Media aus. Ich bin sau gespannt, Freunde. Wirklich, was ich mir bestellt habe, verrate ich nicht. Das seht ihr nach dem Intro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wer hier neu ist, Freunde, ihr könnt gerne mal ein Abo da lassen. Ich habe gesehen, ganz viele Zuschauer, die hier zuschauen, abonnieren hier nicht. Finde ich sehr schade. Abonniert doch gerne. Würde mich echt freuen. Und wir sehen uns jetzt nach dem Intro. Ganz viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute Unboxing meiner ersten Bestellung von Pretz Media. Die hatten so eine Frühjahrsputzaktion, nannte sich das Ganze, glaube ich. Und da habe ich zugeschlagen, weil da waren wirklich zwei Sachen dabei, die haben mich sehr interessiert und die musste ich haben. Und jetzt zeige ich euch was. Hier kam das Paket, das packen wir jetzt zusammen aus. Ja, die Spannung, die muss ich natürlich ein bisschen steigern. Ja, ich kann das Paket nicht in die Kamera rein, weil hier ist noch Adresse und alles drauf. Deshalb lassen wir das mal lieber. Aber was ich sagen kann, schon mal, es ist ein bisschen verbeult. Allerdings muss man dazu sagen, es ist wirklich gut verpackt. Also ich habe es jetzt hier schon mal aufgemacht, damit ich jetzt hier nicht noch alles aufschneiden muss vor der Kamera. Wir haben hier erstmal so zweimal Verpackungsmaterial hier. Sowas hier, kann ich euch mal zeigen, wenn es interessiert. Ist natürlich dann gut geschützt, weil dann eben die Edition nicht da rumfliegen. Und dann haben wir die auch schon hier drin. Beziehungsweise, nein, wir haben erst nochmal richtig fett Luftpolsterfolie. Also ihr seht das, das ist echt einiges. Also da kann eigentlich wirklich fast nichts passieren. Finde ich sehr gut, da schon mal wirklich einen ganz großen Daumen nach oben an Pretz Media. Das ist wirklich super gemacht, muss man ehrlich so sagen. Also geil. Fällt mir wirklich gut. So, dann haben wir nochmal Verpackungsmaterial. Ich will es ja nicht mehr zeigen, hier ist wirklich einiges drin. Und dann haben wir hier endlich das, was ihr sehen wollt, nämlich die zwei Editionen und die Rechnung. Die ist ganz unten mit bei, auch sehr super gelöst das Ganze. So, und hier haben wir die beiden Editionen, die ich mir bestellt habe. So seht ihr es wahrscheinlich noch nicht, aber ich würde sagen, wir packen es aus. Ja, heute hier tatsächlich mal ein richtiges Unboxing, Freunde. Gibt es hier seltener, muss ich sagen, weil ich meistens, wenn ich mir Mediabooks zulege, das Ganze hier, also aus Österreich oder so, dass ich das Ganze dann in der Videothek hier in der Nähe mache. Aber ich muss sagen, der Online-Shop Pretz Media überzeugt mich, weil, muss ich ganz kurz noch vorher sagen, bevor ich hier auspacke, die haben wirklich eine super schnelle Lieferung. Also ich habe das Ganze letzte Woche Sonntag bestellt, heute ist Montag, also eine Woche später, kam das Ganze schon an und das Ganze ging super vonstatten, ehrlich, also toller E-Mail-Kontakt auch, die Zahlung ist direkt eingegangen, das ist echt top. So, und wir packen es mal aus und ihr seht schon, hier ist ganz schön viel Luftpolsterfolie nochmal drumherum. Auch nochmal beiseite legen. Also toll verpackt, ehrlich. Das ist sehr gut. Und weiter geht's. Ja, die Spannung steigt weiter. Und es nimmt nicht ab mit der Luftpolsterfolie. Doch, jetzt haben wir's. So, die legen wir zur Seite. Zack, guck mal, was da nochmal alles dran herum war. Ist schon Hammer, muss man ehrlich so sagen. So, jetzt aber, Freunde, kann ich euch endlich zeigen, was ich mir hier bestellt habe. Moment, was zeigen wir denn zuerst? Zeigen wir zuerst mal das. Zwei Mediabooks sind es geworden. Unboxing dazu gibt es auf jeden Fall in naher Zukunft, kann ich euch schon versichern, weil ich freue mich da auf die Filme und auch wirklich aufs Auspacken, weil die Mediabooks sollen richtig cool sein. Hier einmal Candyman, das Original in der Unrated-Fassung, endlich hier. In der, was ist denn das? Ich glaube, Cover B-Variation war das. Und die war eben auch in dieser Frühjahrsaktion, zwar ganze 30% reduziert, also muss man da wirklich zuschlagen, kann man nur so sagen. Da kam jetzt ja das 4K-Mediabook raus, aber ich habe eh keinen 4K-Player und mir gefällt das Cover hier richtig gut. Deswegen muss ich sagen, hier konnte ich auf jeden Fall nur zuschlagen. Ich bin sehr gespannt, ich habe richtig viel Gutes von diesem Slasher gehört. Und ja, ich freue mich auf Candyman. Und ja, wie gesagt, super verpackt das Ganze. Toll, zeige ich euch demnächst, packen wir zusammen aus. So, das lege ich mal zur Seite. Und dann habe ich mir ein Mediabook bestellt, das hatte ich tatsächlich schon mal in der Sammlung, wird jetzt der eine oder andere Abonnent von mir wissen. Habe es aber damals verkauft, und zwar, weil ich den Film damals, ja, jetzt nicht so der Hammer fand, aber im Nachhinein habe ich mich geärgert, weil ich wollte mir den Film nochmal anschauen und jetzt war der richtig krass reduziert, eigentlich fast geschenkt für ein Mediabook und deswegen musste ich es mir einfach nochmal holen. Und da ich das Cover hier richtig cool finde, habe ich nochmal zugeschlagen. Und ich bin
einfach nochmal gespannt auf den Film. Vielleicht gefällt er mir beim zweiten Mal anschauen doch viel besser. Die Rede ist hier von Slaughterhouse. Im Mediabook Cover Variante A müsste das sein. Von Nameless. So sieht das Ganze aus. Schönes Cover, das gefällt mir wirklich gut, Freunde. Und ja, damals hat mir der Film nicht gefallen, aber ich muss sagen, im Nachhinein habe ich mich geärgert. Ich wollte mir dann doch nochmal anschauen. Und ja, gut. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt nochmal in der Sammlung. Und übrigens, Cover C-Variante hatte ich, glaube ich, damals die Retro-Cover-Variante, habe ich an den lieben Insano verkauft. Ne? Auch ein YouTube-Kollege von mir. Viele Grüße an dich an dieser Stelle, mein Freund. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich ihn mir dahin nochmal zugelegt, weil ich mir den Film einfach nochmal anschauen wollte. Und ich bin gespannt, vielleicht überzeugt er mich ja beim zweiten Mal anschauen. Und da wird es dann vielleicht doch nochmal eine kleine Review zu geben. Schauen wir mal. Ja, Freunde, das war meine erste Bestellung bei Pretz Media. Was soll ich dazu sagen? Toller Online-Shop, ich kann euch nur empfehlen. Bestellt dort, also wirklich alles tipptopp verpackt. Ihr habt es gesehen, hier kann nichts passieren. Wirklich nicht, selbst wenn die Pakete rumfliegen. Da kann eigentlich wirklich nichts passieren. Sehr gut verpackt. Toller Kontakt auf jeden Fall auch. Also wenn irgendwas ist, könnt ihr da immer per E-Mail schreiben und alles. Also das ist wirklich super. Kann ich euch den Shop wirklich nur empfehlen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die Mediabooks von innen ausschauen. Und auf die Filme bin ich auch nochmal gespannt. Gut, Candyman kenne ich jetzt noch nicht. Und zumindest nicht in der Unrated-Fassung. Und Slaughterhouse bin ich echt gespannt auf die Zweitsichtung. So, Freunde, dann war es das mit dem heutigen Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Filme kennt und wie ihr sie findet. Und ob die Mediabooks euch auch gefallen. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Morgen Abend zum Monatsupdate, das gar nicht so groß ausfällt. Aber ja, es ist doch ein bisschen was geworden. Schauen wir mal. Zeige ich euch morgen Abend und bis dahin macht's gut. Haut rein, euer Movie Pyro 911 und ciao.